Also. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag hier bei meinem. Einen wunderschönen guten Tag hier bei meinem Format. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag zu meinem eigenen Format hier auf YouTube und Facebook, je nachdem, wo ihr es seht. Ich mache heute mit euch Jacks How-To. Ich zeige euch mal so ein paar Sachen, keine Ahnung, erkläre euch was, vielleicht ein paar Tricks, mal gucken. Das hat auch keine spezielle Richtung, ob es jetzt irgendwie Technik oder Essen oder was auch immer sein mag. Da könnt ihr auch gerne mitentscheiden, ein bisschen, wenn ihr mir einfach sagt, worauf ihr Bock habt und entweder ich lese mich in das Thema ein oder vielleicht weiß ich sogar auch was darüber oder ihr wollt einfach nur sehen, wie ich kläglich dabei versage, euch irgendwas zu zeigen. Weil genauso wie die zukünftigen Videos machen wir das heute eine Try-and-Error-Geschichte. Vor mir seht ihr eine wunderschöne dunkelgrüne Halbkugel. Die kann ich auch mal hochnehmen. Diese Halbkugel, wenn man sie etwas genauer betrachtet, sieht man, es ist ein stinknormaler Army M1 Helm mit einem Camouflage-Tarnmuster überzogen. So. Ja, und da fragt man sich natürlich, was will der Kerl damit? Ganz einfach. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, so im Banner und im Titelbild, so langsam, irgendwas tut sich in Richtung Tarnmuster bei Medusa. Die neue EP heißt ja auch Streifschuss. Da kann man natürlich etwas spekulieren, was das jetzt genau damit zu tun hat. Ich kann euch verraten, dieser Helm hat etwas zu tun. Damit. Dieser Helm hat auch mit der Release Party was zu tun. Fertig ist der Helm jetzt auch noch nicht. Deshalb mache ich ja dieses Video gerade und zeige euch, was ich mit diesem Helm so vorhabe. Dieser Helm war ursprünglich ein sehr grelles Grün mit beige Mustern hier. Und das war mir generell einfach zu hell. Deshalb habe ich, bevor ich das hier aufgenommen habe, in einem Versuch diesen Überzug hier dunkel gefärbt. Und zwar anfangs mit schwarzer Farbe, nenne ich es mal, also mit Färbungsmittel für Klamotten, die schon schwarz sind und die man quasi einfach mal wieder dunkelt. Das hat eher so semi-prächtig funktioniert. Da ist erstmal eine ganze Packung für draufgegangen. Und dann war das halt ein bisschen, naja, also vielleicht eine halbe Stufe dunkler, das Grün. Also das war eher so mittel. Und dann habe ich noch den Rest von einer anderen Packung benutzt, die wirklich auch weiße und bunte Klamotten schwarz färbt. Und damit mich dann vorsichtig rangetastet. Also da auf der Packung steht ja dann in der Regel so und so viel, also eine Packung wäscht so und so viel Gramm Kleidung. Und ich habe das quasi umgedreht und habe gesagt, okay, in der Packung sind so und so viel, dann mache ich mal nur ein paar Gramm in die Waschmaschine und gebe dir mal einen Waschgang und schau mal, was da hinterher bei rauskommt. Nicht täuschen lassen, wenn ihr mal Zeug färben wollt und es noch nicht gemacht habt. Während dem Waschgang, wenn man da reinschaut, es sieht verdammt schwarz aus. Also dieses Wasser wird so höllenschwarz. Ich habe echt gedacht, ich habe hinterher einfach nur einen schwarzen Lappen in der Hand und man sieht dieses Tarnmuster gar nicht mehr. Und wie man sieht, es ist schon ganz cool. Es ist nicht mehr ganz so leuchtend, einfach nicht mehr ganz so aggressiv, sticht nicht so sehr ins Auge. Und das gefällt mir selber ganz gut. Außer heute, weil es ist draußen irgendwie 35 Grad bei mir. Da habe ich weiße Klamotten an, also zumindest ein weißes T-Shirt. Bin ich ja auch eher ein Freund von gedeckteren Farben. Ich habe hier mal so ein bisschen was vorbereitet. Was habe ich hier? Was kommt alles an den Helm? Ich habe hier eine Zigarettenschachtel von einer Zigarettenmarke, die ich jetzt nicht näher benennen möchte, aber naja, man sieht es eigentlich. Ein Flachmann. Dieser Flachmann ist aktuell noch leer. Das kann sich ja noch ändern. Wird sich bestimmt auch noch ändern. Sekundenkleber, man weiß nie, wofür man es braucht, und rotes Isotape. Rotes Isotape, damit schmücken wir das Ding noch ein bisschen. Beginnen wir mit der Zigarettenschachtel, dass die auch so ein bisschen stabiler ist, weil wir sehen hier, ich zeige das mal eben, hier ist so ein Gummi, der hält diesen Überzug hier unten im Unterhelm, wird das quasi hier eingeklemmt und dieser Gummizug hält nochmal das Feine ganz genau, dass das, was auch immer vor sich hin tut. Und diese Zigarettenschachtel wird gleich in diesen Gummi eingeklemmt.
Das Problem ist, auf diesem Gummi ist unheimlich viel Zug drauf, da ich diesen Helm auch wahnsinnig gespannt habe. Und wenn ich das jetzt hier gleich einklemme, beziehungsweise so werde ich es einklemmen auf dem Kopf, dann wird mir hier nicht so viel schwarz hier, das macht ja keinen Sinn. Und deshalb habe ich die innen ausgestopft mit dickem Karton und dann mit Sekundenkleber, mit diesem hier, hat sich schon gelohnt, mit diesem Sekundenkleber hier oben der Deckel festgeklebt. Genau, und ich würde sagen, beginnen wir mal mit dem Schmücken und klemmen das hier mal so auf die Seite. So, dann haben wir hier den Flachmann. Jetzt sind wir ja ein bisschen einseitig behangen. Dann würde ich sagen, haben wir den Flachmann gleich auf die nächste Seite. Ist das ein Zug hier? Das wird definitiv, also draus trinken. Naja, nur mit dem Helm zusammen. Sonst wird man hier nicht glücklich, man sagt. Hiermit haben wir schon mal so einen Grundlook. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal betrachten. Ich drehe es mal ein bisschen. So, hier hinten, dass man den Helm auch ja immer sieht. Kann er schon nicht verloren gehen. Ist bei uns Chaoten von Medusa gar nicht so schlecht. Für mich als Punk, mir ist hier noch zu wenig Message drauf. Jetzt hat bestimmt schon der ein oder andere von euch den Film Full Metal Jacket gesehen. Und wer genau aufgepasst hat, weiß noch, oder der sich noch daran erinnert, weiß noch, dass hier vorne auf dem Helm bei einem Kollegen die Worte Born to Kill drauf standen. Ist jetzt als Pazifist nicht unbedingt meine Ansicht oder Auffassung. Ich habe mir da ein bisschen was anderes überlegt. Und das zeige ich euch jetzt mal in der Nahaufnahme, weil ich glaube, ich muss es sehen und ihr wollt es ja auch sehen. Also. Gugus! Hier sind wir. So. Also. Hier haben wir das Isotape. Da haben wir den Helm. Ich würde aber sagen, jetzt muss ich mal schauen, dass ich den richtigen erwische. Nee, der ist zu dick. Wir machen uns jetzt hier erstmal eine grobe Vorzeichnung. Damit wir auch sehen, wie hinterher das rote Isotape hier am besten hinpasst. So, kleben. So, hier sehen wir es nochmal. Born to love. Born to kill? Nee. Dafür, wie gesagt, bin ich zu sehr Pazifist und eigentlich ist Krieg und Töten und all so ein Käse eigentlich eh der letzte Scheißdreck und braucht kein Mensch, muss man einfach mal so sagen. Braucht kein Mensch. Und deshalb machen wir hier Born to Love. Für mehr Liebe in der Welt. Nicht wahr? Ist das nicht schön? Ihr habt recht. Es ist nicht schön, aber ich habe es getan. Ich find's klasse. Super. So, dann habe ich mir hier extra ein Schneidbrett zurechtgelegt. Für... damit ich hier die Schnipsel mal ein bisschen vorbereiten kann. Und wenn ich das jetzt alles reißen müsste, dann wäre mal A, übermorgen noch nicht fertig. Und B, würde es echt grauenvoll aussehen. So, dann nehmen wir uns hier mal das Born, also das B vor. Jetzt habe ich das mal so ein bisschen angekratzt. Das Cuttermesser ist scharf. Also brauche ich auch nicht so hart drücken. Schon ganz gut. So. Und da das jetzt erstmal ganz schön lange dauert, spule ich mal eben ein bisschen vor. Und ihr seht dann im Endeffekt, wie es dann aussehen soll. Nicht wahr? Bis gleich.
nein, mir haut der Helm ab. Kleiner Edit. Mir ist aufgefallen, ich habe ja hier noch so ein bisschen was von dem Isotape am Finger. Bei rotem Tape und scharfem Teppichmesser ist es irgendwie, muss man sehr aufpassen, weil man einem ja gar nicht auffällt, weil man blutet und wann es hier rotes Isotape ist. Ich habe fast schon einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich gedacht habe, heilige Jens, Jax, jetzt blutest du aber gerade, das ist ja der Hammer. Aber ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen, wie gesehen. Born 2 haben wir schon fast. Haben wir es auch gleich geschafft. Bisher gefällt mir das Rot ganz gut. Und fertig. Born to love. Kann man das lesen? In meinen Augen kann man das lesen. Ja. Und sieht auch so richtig schön Chaps aus. Da. Super. Dann. Perfekt. So. Schick. Born to love. Flachmann. Jetzt ist in meinen Augen hier irgendwie noch ein bisschen wenig los. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir uns nochmal das rote Isoband und weiter im Text. Mal gucken, was dabei rauskommt. Lasst euch mal überraschen. Nein! Oh Gott, wegen so wenig. Ah! Wahnsinn. Und wir haben ein Anarchia. Malen wir das vielleicht noch ein bisschen. Ja. Mit dem richtigen Stift. Mit dem richtigen Stift. Ja. So, ranzig. Sehr cool. So, und Finale. Schauen wir uns das nochmal an. Einmal hier die Unlucky Strikes. Das Born to Love. Nicht Born to Kill, so ein Scheiß. Brauchen wir nicht. Den Flachmann. Und das gute alte Anarchia. Und so haben wir aus einem Militärhelm, der doch sehr oft auch in der Vergangenheit aufgetaucht ist, eine kleine punkige Hommage gemacht. Wenn ihr sehen wollt, was mit diesem Ding passiert, kommt am 17.06., also heute, in die Beatbaracke in Leonberg oder bestellt euch das Album. Ja, so wird's gemacht, falls es euch interessiert. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!